In diesem Video prognostiziere ich den 27. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, verlose in Kooperation mit 1xBet eine 25€ Paysafecard und verrate euch am Ende des Videos, welche Bundesliga-Wetten ich persönlich abgegeben habe. Viel Spaß dabei! Servus meine lieben Sportwettfreunde, mein Name ist David Strzecek, ich bin Gründer von So geht Sportwetten und in diesem Video prognostiziere ich den 27. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und verrate euch am Ende des Videos, welche Wetten ich persönlich abgegeben habe. Aber jetzt erstmal starten wir mit dem Gewinnspiel. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musst du Kunde von 1xBet sein. Wenn du noch kein Kunde von 1xBet bist, einfach unten in die Videobeschreibung schauen. Dort findest du den Link zu 1xBet und einen Gutscheincode, für den du einen 100%igen bis zu 130€ Willkommensbonus bekommst. 1xBet ist für mich persönlich der beste europäische Buchmacher. Keine 5% Steuer, sehr hohe Quoten, sehr große Wettauswahl, unzählige Livestreams und eine erstklassige Smartphone-App. Außerdem musst du dieses Video liken, meinen Kanal abonnieren, im besten Fall auch die Glocke drücken und in die Kommentare schreiben, wie deiner Meinung nach das Spiel zwischen Frankfurt und Stuttgart ausgeht. Unter allen, die das Ergebnis richtig tippen, verlose ich in Kooperation mit 1xBet eine 25€ Paysafecard. Starten wir mit dem Freitagsspiel zwischen Hoffenheim und Leverkusen. Ich erwarte hier ein sehr temporeiches Spiel mit sehr vielen Torchancen, wahrscheinlich auch sehr vielen Toren. Ich tendiere allerdings ganz stark in Richtung Hoffenheim, meine Prognose ein 3:2 für die TSG. Weiter geht es mit der Partie in der Samstagskonferenz zwischen Dortmund und Wolfsburg. Ich glaube, die Bayernjäger werden eine gute Leistung zeigen und sich keine Blöße leisten, meine Prognose ein 3:1 für den BVB. Ebenfalls in der Samstagskonferenz erwartet uns das Rhein-Derby zwischen Düsseldorf und Gladbach. Die Fohlen haben mich in den letzten Wochen nicht überzeugt und Düsseldorf ist immer gut für eine Überraschung, meine Prognose ein 1:1 Unentschieden. Auch um 15.30 Uhr spielt Freiburg gegen München. Der Rekordmeister kann sich nach dem Aus in der Champions League komplett auf die Bundesliga und auf den Pokal fokussieren. In den letzten Wochen spielen sie auch wieder einen ordentlichen Fußball, meine Prognose ein 3:0 für die Bayern. Auch in der Samstagskonferenz erwartet uns ein sehr spannendes Abstiegsduell zwischen Nürnberg und Augsburg. Ich erwarte hier ein sehr kampfbetontes Spiel, wo beide Mannschaften bis zum Ende alles geben werden, am Ende sich aber die etwas bessere Qualität von Augsburg durchsetzt. Meine Prognose ein 2:1 für den FCA. Das letzte Spiel in der Samstagskonferenz ist Bremen gegen Mainz. Ich erwarte hier sehr starke Bremer, die an die Leistung gegen Leverkusen anknüpfen werden und wahrscheinlich sogar noch die Hoffnung haben, unter die besten 6 zu kommen. Meine Prognose ein 2:0 für Bremen. Übrigens folgt mir auch auf Facebook und auf Instagram. Dort gibt es weitere Tipps von mir, wenn nicht gerade Länderspielpause ist. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Das Topspiel am Samstag ist Leipzig gegen Berlin. Ich erwarte ein typisches Leipziger Heimspiel, defensiv kontrolliert, offensiv effektiv. Da Berlin aber ebenfalls effektiv ist, glaube ich nicht, dass die Bullen zu Null spielen. Meine Prognose ein 2:1 für Leipzig. Das erste Spiel am Sonntag ist Hannover gegen Schalke. Huub Stevens hatte nun 2 Wochen Zeit gehabt, seine Mannschaft auf dieses Abstiegsduell vorzubereiten. Ich erwarte kämpferische und leidenschaftliche Gelsenkirchener, die Hannover schlagen werden. Meine Prognose ein 2:1 für Schalke. Kommen wir zur letzten Partie an diesem Spieltag. Frankfurt gegen Stuttgart. Nicht vergessen, um am Gewinnspiel teilzunehmen, in die Kommentare schreiben, wie eurer Meinung nach dieses Spiel ausgeht und unter allen, die das Ergebnis richtig tippen, verlose ich eine 25€ Paysafecard. In meinen Augen ist Frankfurt die größte Überraschung in dieser Spielzeit. Sie werden es auch schaffen, am Ende der Saison in die Champions League zu kommen. Und um dies zu tun, müssen sie natürlich zu Hause gegen Stuttgart gewinnen. Meine Prognose ein 2:1 für Frankfurt. So meine lieben Sportwettfreunde, jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil dieses Videos, meinen persönlichen Tipps. Ich habe gewettet auf Hoffenheim, asiatisches Handicap minus 0,25 zu einer Quote von 2,050. Außerdem bin ich auf Augsburg, asiatisches Handicap 0 zu einer Quote von 1,9. Und ich habe gespielt Bremen, asiatisches Handicap minus 1 zu einer Quote von 2,33. So meine lieben Sportwettfreunde, das war meine Prognose zum 27. Spieltag inklusive meiner persönlichen Tipps. Nicht vergessen, Video liken, Kanal abonnieren, Glocke drücken. Ich wünsche euch viel Erfolg mit euren Wetten.
Mein Name ist David Stritschek. Dos vedanja.